Herzlich willkommen zu Video-Update Nummer 10. Ja, und weil das das 10. Video-Update ist, habe ich mir gleich vorgenommen, 10 Gründe dir zu sagen, warum ich meinen Amazon Kindle E-Book Reader, warum ich den ganz bestimmt nicht mehr hergeben will und warum mir der einfach so taugt und warum ich eigentlich fast ausschließlich nur noch mit diesem Amazon Kindle Gerät hier lese. Ja, 10 Gründe. Der erste Grund ist ganz einfach Platzersparnis. Platzersparnis ist natürlich vor allem auf Reisen interessant, wenn ich wegfliege, wenn ich mit dem Zug wegfahre. Früher hatte ich da, wenn ich auf Urlaub gefahren bin, auf 5-6 Bücher mit, die ich mir gelesen habe, die verschiedene Dicken natürlich hatten, aber trotzdem im Koffer schon einen gewissen Platz weggenommen haben. Heute habe ich dieses kleine Gerät hier und mit diesem kleinen Gerät hier, das habe ich sogar in meinem Handgepäck, da kann ich lesen und einfach lesen und mich mit meinen Büchern amüsieren, wann immer ich will und wo immer ich will, also auch im Flieger und dergleichen mehr, ohne da jetzt großartig viel mitschleppen zu müssen. Aber auch alltäglich, dieses Gerät passt in jede Jackentasche, dieses Gerät passt in jede Handtasche hinein. Einfach genial, wenn ich irgendwo hin bin. Ich habe den Kindle eigentlich fast immer mit, wenn ich meinen Rucksack mit habe oder wenn ich eine Jacke mit habe, habe ich den immer einstecken. Im Sommer vielleicht ist es ein bisschen blöd, wenn du nur kurze Hose anhast, aber ansonsten habe ich diesen Kindle eigentlich fast immer mit. Der zweite Grund, warum ich ihn habe, ist ganz einfach das Gewicht. Ja, wenn ich jetzt dieses kleine Gerät hier, das wiegt nicht mehr als ein durchschnittlich dickes Buch, habe oder ob ich 5 oder 6 Bücher mit habe im Urlaub, macht vor allem auf Reisen natürlich einen riesengroßen Unterschied. Und daher, das ist Vorteil Nummer 2. Vorteil Nummer 3 ist der Research. Ja, ich habe alle meine Bücher, die ich gelesen habe, auch immer dabei. Ja, wenn ich schnell einmal was nachschauen will, ich lese sehr, sehr viele Sachbücher. Ja, in der Arbeit oder zu Hause oder gerade wenn ich unterwegs bin und habe diesen Kindle bei mir, dann kann ich diesen Research sofort durchführen. Ich brauche nicht erst nach Hause fahren, in mein Buchregal gehen, das Buch rausholen und mir dort einfach alles rausholen, was ich will. Ich kann das jederzeit nachblättern, wenn ich meinen Kindle mit habe. Ja. Der nächste Punkt, und den möchte ich dir jetzt auf der Bildschirmpräsentation ein wenig zeigen, ist, dass Markierungen im Kindle sehr leicht zu übertragen sind. Und das ist ein Punkt, den wissen die meisten nicht. Du hast ja sicher auch, wenn du Sachbücher liest, liest du das und tust mit dem Textmarker diese wichtigen Stellen unterstreichen. Genau das kannst du mit dem Kindle auch. Statt mit dem Textmarker machst du das mit dem Finger, klickst auf Markieren und bist im Prinzip genauso schnell fertig. Früher habe ich das oft gemacht, wenn mich Dinge sehr interessiert haben, habe ich die dann noch rausgeschrieben, extra eine kleine Zusammenfassung von einem Buch gemacht. Oder wie ich dann Spracherkennungssoftware schon verwendet habe, habe ich das eingesprochen, da war ich dann schon effizienter. Aber die Effizienz, die ich jetzt habe mit meinem Kindle, die habe ich nicht erreicht. Denn ich gehe hier einfach auf kindle.amazon.com, klicke hier auf Your Highlights, also meine Highlights, die Punkte, die ich in den Büchern markiert habe. Und dann, wenn ich das synchronisiert habe, meinen Kindle natürlich, dann kommen hier sofort meine Highlights zu tragen. Jetzt tappert es hier ein wenig an der Internetverbindung, auch haben wir es schon. Ja, und alles, was ich gehighlightet habe, schreibt er mir hier auf zu meinem Buch, schreibt er mir hier hinaus und das ist genial. Zu allen meinen Büchern, alle Highlights finde ich hier. Ich brauche dann nur noch das alles markieren, kopieren klicken, füge mir das in Evernote ein und habe alle meine Zusammenfassungen in Evernote. Also selbst wenn ich meinen Kindle nicht dabei habe, dann habe ich mein Evernote-Handy, mein Smartphone dabei, da habe ich Evernote drauf und da finde ich alles, was ich an Sachbüchern gehighlightet habe. Also das ist echt eine coole, eine geniale Sache, wie ich finde. So effizient wirst du nie wieder Zusammenfassungen von Büchern bekommen, wahrscheinlich. Fünfter Punkt, warum ich meinen Kindle so liebe, ist, weil ich mein Schriftbild anpassen kann. Ich kann die Schriftgröße verändern, ich kann auch die Schriftart verändern, das ist vor allem natürlich für Brillenträger interessant, aber ich habe jetzt eine Schriftgröße auf meinem Kindle gefunden, mit der ich sehr effizient und sehr schnell lesen kann. Ja, und ich brauche jetzt nicht, wenn ein Buch extrem klein gedruckt ist, muss ich mich extrem anstrengen, das fällt beim Kindle weg. Ich stelle mir die Schriftgröße, die ich angenehm finde, selbst ein. Weiterer Vorteil, Suchen. Ich brauche, wenn ich Dinge markiert habe in einem Buch zum Beispiel, oder ich habe gesagt, in diesem Buch war mal was,
Ja, das interessiert mich, ein Zitat zum Beispiel, und ich weiß dieses Zitat ungefähr, dann brauche ich im Kindle nur mein Buch aufmachen, gehe auf Suchen und gebe dann das Zitat oder den ungefähren Wortlaut des Zitats ein und der Kindle wird mir das zeigen. Das heißt, ich brauche nicht mehr stundenlang blättern, wo war das? Das fällt auch weg. Ich kann wie am Computer auf meinem Kindle nach Dingen suchen und das ist natürlich auch ein sehr, sehr genialer Punkt. Siebter Grund ist fremdsprachige Bücher und die Übersetzung. Ja, ich lese in letzter Zeit sehr, sehr viele englische Bücher. Viele gute Bücher werden leider nicht mehr ins Deutsche übersetzt oder werden nicht ins Deutsche übersetzt. Ich lese sehr viel in Englisch und da ist natürlich auch sehr viel Fachvokabular drin. Oder ist hier und da auch einmal Vokabel drin. Wie ich begonnen habe, wieder englische Bücher zu lesen, habe ich diese Funktion sehr oft benutzt. Ja. Aber jetzt mit der Zeit, wenn man liest und liest und liest in Englisch wieder, dann hat man das sehr, sehr schnell im Griff. Und dann kannst du aber, wenn du ein Wort, ein Vokabular nicht weißt, dir ein Wörterbuch herunterladen auf deinen Kindle, dann klickst du auf dieses oder tippst du auf dieses Wort drauf, sagst, übersetz mir das schnell und dann hast du sofort alle Übersetzungen zu diesem Wort in deinem Kindle drin. Ja. Früher bin ich da auch gesessen mit dem Wörterbuch oft oder musste dann vor dem Computer sitzen und habe in Google-Übersetzung das eingegeben, fällt alles weg. Wieder effizienter, wieder schneller und du lernst Fremdsprachen noch dazu. Einfach wirklich genial. Achter Punkt, wenn ich ein Kindle-Buch kaufe, kann ich das 420 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, zu jeder Tages-, zu jeder Nachtzeit und ich habe es sofort auf meinem Kindle. Ja, ich synchronisiere ihn und habe es sofort drauf. Ich brauche nicht zwei Tage warten, dann ist der Postler, bin ich nicht da, wenn der Postler das Paket ins Postkasten geben will, dann muss ich zur Post laufen. Also auch daher spare ich mir wieder extrem viel. Ja, und ich habe mein Buch sofort verfügbar und kann sofort mit dem Lesen beginnen. Ich brauche nicht so lange darauf warten. Und der zehnte Punkt, nein, der neunte Punkt, heute habe ich es mit den Punkten ein wenig, der neunte Punkt ist, Kindle E-Books sind wesentlich billiger als normale Bücher. Im Normalfall, oft ist das bis zu 70-80%, in der Regel sind es so um die 50% billiger. Und auch das ist natürlich eine interessante Sache, denn nach 20 E-Books, die ich mir gekauft habe, und ich habe hier den Kindle Paperwhite, das heißt, ich habe nicht gerade die billigste Version vom Kindle, aber nach 20 Büchern, die ich mir gekauft habe, hat sich der von alleine amortisiert. Ja, gute Stromrechnung habe ich jetzt nicht, fürs Aufladen habe ich jetzt nicht dabei einberechnet, aber so oft muss er nicht geladen werden, der hält sehr lange mit seinem Akku aus. Und ja, wie gesagt, nach 20 Büchern hat sich dieser Kindle Paperwhite amortisiert gehabt, der, da weiß ich es nicht mehr genau, 150, 160 Euro gekostet hat. Es gibt eine Kindle-Version momentan um 49 Euro. Also ich denke, wenn du da 5 Bücher liest, dann hast du den Kindle herinnen. Ja? Also auch ein Kostenvorteil ist es natürlich. Und der zehnte Punkt, ja, beim Buchlesen musst du ja immer so beide Hände zur Verfügung haben, um umblättern zu können. Beim Kindle fällt das weg, denn du kannst den Kindle mit einer Hand lesen. Ist vor allem jetzt, wenn du den Kindle in den öffentlichen Verkehrsmitteln verwendest, dann ist er sehr leicht zu handhaben, denn ich brauche ja nur tippen und bin auf der nächsten Seite. Ja, das heißt, ich brauche nicht mehr eine zweite Hand, wenn ich dann umblättern will. Auch das ist schon ein großer Vorteil, wenn du sehr viel in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist. Das waren also meine 10 Gründe für einen Kindle. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, dir einen E-Book-Reader, muss jetzt nicht kein Kindle und kein Amazon-Reader sein, es gibt auch andere E-Book-Reader natürlich, aber ich kann dir nur empfehlen, einen E-Book-Reader dir zuzulegen, denn mit dem zu arbeiten, das ist wirklich genial und es ist ein Lesevergnügen und so die Einwände, die ich auch hatte lange Zeit, ja, ein Buch lesen ist ganz was anderes wie ein Kindle lesen, also nach dem Viertel vom ersten Buch hast du dich vollkommen an diesen Kindle gewöhnt und es ist absolut top und absolut in Ordnung. Meine Kindle-Empfehlung habe ich dir unterhalb des Videos auf meinem Blog selbst-management.biz/videoupdate-010, heute bin ich ein bisschen unkonzentriert, habe ich dir das hingegeben. Schau dorthin, das ist der E-Book-Reader, den ich dir momentan empfehlen würde. Ja, der ist top und der hat alles, was er braucht. Das war's vom heutigen Video-Update. In diesem Sinne, genieße deinen Tag, vielleicht sogar am Abend im Bett mit deinem ersten Kindle-Buch. Viel Spaß dabei!